Konnichiwa Minasan, im heutigen Video möchte ich euch das altjapanische Kartenspiel Hanafuda mal ein wenig genauer vorstellen. Bevor wir das machen, möchte ich mich aber noch herzlich bei Nintendo Deutschland bedanken, die mir nämlich das Switch-Spiel 51 Worldwide Games, klassische Spielesammlung für die Switch, zukommen haben lassen. Und innerhalb dieses Spiels gibt es nämlich auch Hanafuda und damit kann ich euch das Ganze noch besser zeigen und noch besser vorstellen. Deswegen herzlichen Dank an Nintendo Deutschland, dass ihr mir dieses Spiel zur Verfügung gestellt habt. Es gibt im Übrigen nicht nur Hanafuda unter diesen 51 verschiedenen Spielen, sondern es gibt auch noch sowas wie Shogi und Go, also noch ein paar andere japanische Spiele und die werden wir uns dann nach und nach auch noch anschauen. Heute aber erstmal zu Hanafuda. Hanafuda ist ein Kartenspiel, wir werden uns gleich die Regeln auch angucken. Das hier ist jetzt ein Original-Set, was ich hier in Japan gekauft habe, ist ein japanisches Kartenspiel, die Geschichte schauen wir uns jetzt gleich auch noch ein bisschen genauer an. Und damit ihr schon mal so einen ersten Eindruck habt, das sind Karten mit solch einem Design hier, also keine normalen Spielkarten, wo irgendwelche Zahlen draufstehen, sondern die haben verschiedene Motive. Was es damit auf sich hat, schauen wir uns gleich noch genauer an. Jetzt schauen wir uns erstmal an, wo kommt das Ganze denn überhaupt her? Denn die Geschichte von Hanafuda ist auch recht spannend und vor allem hat Nintendo damit auch eine ganze Menge zu tun. Kartenspiele auf Japanisch generell heißen Karuta. Karuta ist jetzt kein urjapanischer Begriff, sondern kommt aus dem Portugiesischen von Karta, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, und das heißt Spielkarte. Diese Spielkarten oder Karuta haben portugiesische Missionare in der Azuchi Momoyama-Zeit dann mit nach Japan gebracht. Also ist jetzt nichts, was in Japan erfunden worden ist, Kartenspiele oder so, sondern die Missionare haben die mitgebracht und dann haben die Japaner die für sich entdeckt. Als es dann Anfang des 17. Jahrhunderts in die Edo-Zeit hineinging, da wurden diese Kartenspiele dann in Japan immer beliebter und es gab auch die ersten japanischen Kartenspiele, die dann entwickelt worden sind mit eigenen Karten. Aber in der Edo-Zeit wurden Kartenspiele dann leider auch verboten, sodass man die eigentlich gar nicht mehr besitzen oder mit denen spielen durfte. Und das galt vor allem für Karten, die eben Zahlen drauf hatte, so typische Skatspiele oder so, die man eben kennt. Und dann sind die Japaner auf die Idee gekommen, oh Moment mal, wenn die Kartenspiele mit den Zahlen und so verboten sind, dann machen wir einfach was anderes. Wir lassen die Zahlen weg und wir machen Bildchen und Blumen drauf. Und so sind die Hanafuda im Grunde geboren worden, dass man dann eben hier versucht hat, ne, hier sehen wir die Momiji, das ist die Momiji-Blätter mit eben dem Tier. Und so hat man versucht, dieses Verbot zu umgehen und hat dann im Grunde solche Hanafuda-Karten erfunden. Das Problem war, die Regierung ist natürlich direkt dahinter gekommen und Hanafuda war auch direkt wieder verboten. Bis 1886 passierte dann nicht wirklich viel auf dem Spielkartenmarkt und 1868 wurde das Verbot dann aufgehoben. Noch im selben Jahr gab es direkt die ersten Firmen, die dann Hanafuda mit einem Regelbuch auch verkauft haben und das Spiel hat sich wirklich großer Beliebtheit erfreut. Was man aber noch dazu sagen muss, ist, je nach Region gab es verschiedene Versionen und die haben das geringfügig nach ein bisschen anderen Regeln gespielt. Das ist im Übrigen heute auch noch der Fall. Also je nach Familie und je nach Region kann es da schon mal Unterschiede geben, sodass man sich immer ein bisschen absprechen muss vorher, wenn man aus verschiedenen Regionen oder so kommt, ah, wie spielt ihr das denn? Habt ihr die Regel drin? Habt ihr die nicht drin? Da gibt es also schon Unterschiede. 1902 gab es dann wieder ein ganz großes Problem für die Hanafuda und Kartenwelt, denn es wurde eine Spielkartensteuer eingeführt. Und dann gingen viele Kartengeschäfte pleite, konnten sich die Steuer nicht leisten, es hat nicht mehr funktioniert und da ging es dann also wieder bergab, aber einige haben es eben auch geschafft. Und eine Firma, die es geschafft hat, die 1889 gegründet worden ist, das ist eben Nintendo. Und Nintendo hat zu dieser Zeit mit Hanafuda begonnen. Also Hanafuda waren die ersten Karten, die sie produziert haben. Das war das erste Spiel, was sie verkauft haben, sodass Nintendo natürlich mit Videospielen am Anfang noch nichts am Hut hatte, weil die Technik dafür war auch gar nicht vorhanden. Sondern Nintendo hat mit Hanafuda angefangen. Das Urspiel Nintendos ist also sozusagen Hanafuda. Die sind dann weitergegangen. Nintendo haben andere Kartenspiele auch noch auf den Markt gebracht und haben das fast 100 Jahre gemacht, bis sie dann in den 1970er Jahren die ersten kleinen Videospiele und Videospielgeräte und alles entwickelt haben. Aber Nintendo ist eigentlich eine Spielkartenfirma, wenn man mal an die Ursprünge zurückgeht. Und deswegen findet man heute in Japan auch noch viele Spielkarten, also Skatspiele oder so, die von Nintendo eben sind, weil die die hier auch immer noch verkaufen. Auch die Version vom Hanafuda, die ich hier habe, die ist ebenfalls von Nintendo. Steht auch hier drauf, Nintendo. Und auf einer Spielkarte hier sehen wir auch unten die Kanji für Nintendo. Also dieses Spiel ist auch von Nintendo, was ich hier habe. Ich habe mich am
Anfang so ein bisschen gewundert, als ich nach Japan gekommen bin und habe dann diese Nintendo-Karten entdeckt. So, hä, Nintendo macht Karten? Wusste ich auch nicht. Machen die. Und das Interessante ist, von diesen Hanafuda hier gibt es auch eine Mario-Version. Also die haben 2015 so eine wunderbare Mario-Version mit rausgebracht. Die habe ich jetzt leider nicht. Kann man hier in Japan, aber ich glaube für 2000 Yen ungefähr, kann man die kaufen. Also falls ihr mal Interesse habt, in Japan seid für einen Urlaub irgendwann, Mario Hanafuda gibt es also auch. Das soweit erstmal zur Geschichte von Hanafuda. Für Nintendo also auch ein richtig wichtiges Spiel und deswegen wahrscheinlich ein absolutes Muss gewesen für dieses Switch-Spiel mit den 51 klassischen Spielen. Und das wollen wir uns jetzt gleich natürlich auch noch anschauen. Hanafuda generell ist ein Spiel, was sich auch heute in Japan noch großer Beliebtheit erfreut. Und es wird vor allem zu Oshogatsu gespielt. Oshogatsu, das ist Neujahr in Japan. Da spielen viele Familien das, auch Mayus Familie, also die Familie meiner Frau, die spielt das auch immer an Neujahr. Habe ich dieses Jahr auch mal zugeguckt, wie die das so machen. Der Opa und die Kinder, alle sind dabei, spielen Hanafuda gegeneinander. Ich habe auch versucht, mich da so ein bisschen reinzufuchsen. Am Anfang natürlich nichts verstanden, aber mittlerweile kann ich es. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Spiel jetzt auch mal auf der Switch an. Hier sind wir auch direkt im Spiel drin. Spiel Nummer 19 sehen wir oben links. Das ist Hanafuda. Wir können verschiedene Sachen einstellen. CPU-Level ist jetzt auf schwer. Habe ich das mal eingestellt. Dann kann man noch hier Runden, 12 Runden, 6 Runden, 3 Runden. Wir werden 6 machen. Wie man spielt, nochmal eine kleine Erklärung. Aber ich bin eher der Fan davon, dass wir direkt ins Spiel reingehen und dann erklären, weil dann kann man es meistens am besten verstehen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir auch direkt mal rein. Grundlegend, es gibt 48 Karten. Wir müssen jetzt am Anfang erstmal bestimmen, wer fängt denn an. Ich wähle jetzt einfach mal diese Karte. Mein Gegner wählt die. Da seht ihr schon unten November und Mai. Mein Gegner hat den Mai gewählt. Und der Mai ist früher am Monat als der Dezember, deswegen die Person, die den früheren Monat hat, die fängt an. Jetzt macht der Gegner schon was, wir schauen uns aber erstmal an, wie es funktioniert. Ihr seht, hier oben sind so Sterne und diese Sterne zeigen an, welche Karten besonders gut sind. 48 Karten sind unterteilt in 12 Monate. Zu jedem Monat gehören 4 Karten und ein bestimmter Baum oder eine bestimmte Blume. Wir sehen im Januar die Kiefer. Kiefer hat 4 Karten, der Februar ist dann die Pflaumenblüte, hat auch 4 Karten, der März, Kirschblüte hat 4 Karten. Wenn ihr euch jetzt fragt, ist die Kirschblüte denn nicht eigentlich im April? Ja, theoretisch heute schon, aber Hanafuda ist ja schon ein bisschen älter, das Spiel, und früher war der Kalender ein bisschen anderer und so hat sich das ein bisschen verschoben. Deswegen eigentlich traditionell ist die Kirschblüte im März und die Pflaume eben im Februar. Genau, also hier haben wir dann die verschiedenen Monate und die haben jeweils 4 Karten. 3 Sterne bedeutet, dass die Karte ganz besonders viel wert ist. Oder wie wir unten sehen, es ist eine Lichtkarte. 2 Sterne bedeutet Tierkarte, da ist meistens dann auch ein Tier drauf irgendwo. Und 1 Stern bedeutet eine Fahnenkarte. Was ist es nun das Ziel des Spiels? Wir sehen hier, wenn wir nochmal zurückgehen aufs Spielfeld, erstmal jeder bekommt 8 Karten. Ne? Wir bekommen 8 Karten, der Gegner bekommt 8 Karten und in der Mitte bleiben am Anfang auch 8 Karten liegen. Jetzt hat man ja entschieden, wer anfängt. Der mit dem früheren Monat, der hat angefangen, also der Gegner jetzt, der hat schon was gemacht. Und wir haben jetzt hier auf unserer Hand verschiedene Karten. Die, die so ein bisschen gelb-gold umrandet sind, das sind die Karten, die wir spielen können. Wir sehen also hier, das ist ein Monat, ne, die gleiche Blume. Ich weiß jetzt ehrlich gar nicht gesagt, welcher Monat es ist, das habe ich mir nämlich auch nicht genau gemerkt. Hier, schau mal, der Juni ist es. Die Pfingstrose ist es, ja? Die Pfingstrose haben wir und in der Mitte liegt die auch. Das heißt, wir könnten die theoretisch nehmen. Da diese Fahne einen Stern hat, na gut, ist jetzt nicht ganz so gut. Es gibt 2, 3 Sterne, die da in der Mitte liegen. Können wir die mitnehmen? Oh ja, wir können zum Beispiel die eine mitnehmen. Ne? Und das hier sind die gleichen. Das heißt, wir haben 2 Karten von dem gleichen Monat. Ist die Kirschblüte, müsste das sein, glaube ich. Nein, ist nicht die Kirschblüte. Doch, ist die Kirschblüte. Genau, die können wir uns jetzt schnappen. Es gibt 4 Karten, das heißt, eine ist noch übrig. Entweder der Gegner hat sie oder sie liegt im Stapel. Das Wichtigste bei dem Spiel sind die Kombinationen. Jetzt könnt ihr die ganz obere leider nicht lesen. Die ganz obere sind, glaube ich, 5 Lichter, heißen die. Unten haben wir dann 4 Lichter, das gibt 8 Punkte. 4 Lichter mit Regen, das gibt 7 Punkte. 3 Lichter gibt 5 Punkte. Und Ziel dieses Spiels ist es, diese Karten, diese Kombination zu bekommen, indem man eben dann hier während dem Spiel immer die Karten nimmt. Zack, wenn ich die jetzt nehmen würde, dann könnte ich die Kirschblüten auf meine Seite rechts unten ziehen. Ist jetzt nur ein bisschen abstrakt, werden wir uns gleich aber noch anschauen. Da gibt es noch andere Kombinationen. Da gibt es die Mondpracht und da, wo mein Bild jetzt gerade drauf ist, das ist, ja, Kirschblütenpracht ist das. Und was wir eben aus- und anstellen konnten im Menü, das ist eben diese Kirschblütenpracht und Mondpracht. Denn wenn man eine Kombination dieser Kombination hier an der Hand 12 Kombinationen zusammen hat,
dann ist das Spiel beendet oder man sagt Koi Koi. Das heißt auf Japanisch, oh, komm noch ein, komm, da geht noch einer. Ja, Koi Koi. Ja. Und damit kann man dann noch eine Runde weitermachen. Aber wenn man eine Kombination hat, normalerweise ist das Spiel beendet, wenn man nicht Koi Koi macht eben, und dann bekommt man die Punkte. Deshalb ist es, man muss sich diese Kombination im Grunde merken. Und dann versuchen, welche Karten habe ich, welche Kombination könnte ich machen, wie viele Punkte gibt die, kann ich damit mehr Punkte machen als der Gegner und das möglichst schnell, bevor der Gegner das macht. Ist natürlich auch eine ganze Menge Glück mit dabei, denn wenn der Kartenstapel für einen schlecht gemischt ist, dann hat man leider Pech, aber so läuft das Ganze. Das heißt, was man eigentlich erstmal machen muss, ist die Monate sich hier merken mit den Bildern und dann die Kombination. Ist ziemlich viel für den Anfang, deswegen ist das Spiel hier ganz gut. Wir können die Hilfe auch ausstellen, dann verschwinden die Sterne. Wir machen sie erstmal drin und auf L haben wir eben hier unseren Spickzettel. Was aber bei dem Spiel sehr, sehr schön ist, was man natürlich in der Kartenvariante, wenn man hier in Japan so mit Leuten spielt und jetzt nicht über eine Switch oder sonst irgendwas nicht hat. Hier, ne, die sind Gold hervorgehoben, das heißt, man muss die Monate sich gar nicht unbedingt merken, sondern wenn man die Blumen ungefähr irgendwie erkennt oder hier einfach drüber geht, dann sieht man auch, was man machen kann. Wir werden uns jetzt das hier holen, denn das ist sehr gut, wenn wir uns mal angucken. Wir haben nämlich hier oben die Kirschblütenpracht. Da ist das mit drin. Das heißt, wenn wir die andere Karte von der Kirschblütenpracht noch irgendwie bekommen, dann hätten wir Glück. Nachdem wir unseren Zug gemacht haben, wird eine Karte vom Stapel umgedreht. Und wenn die mit einer der Karte in der Mitte übereinstimmt, dann können wir uns die auch noch einsacken. Das ist jetzt der Fall. Es wurde eine umgedreht. Wir können uns hier diese rote Fahne noch mit einsacken. Das heißt, die nehmen wir auch noch mit. Das ist unser Zug. Dann ist der Gegner am Zug. Das Spiel ist beendet, wenn eben einer eine Kombination hat und nicht mehr weitermachen möchte. Oder wenn einer keine Karten mehr hat. Jetzt können wir nicht wirklich viel machen. Wir können den hier uns nehmen und wir können den uns nehmen. Wir nehmen uns natürlich den mit dem einen Stern. Vor allem auch, weil wir hier, wir haben noch einen von diesem lilanen Band. Und in der Mitte liegen zwei. Das heißt, wenn wir Glück haben, können wir die blaue Fahnen 3 Stück machen. Das wären auch 5 Punkte und eine Kombination. Ob das so gut klappt, wissen wir natürlich nicht. Aber wir probieren es einfach mal. Zack. Den haben wir. Und ein Schwein. Ein Tier haben wir sogar. Nice. Das ist sehr, sehr schön. Und das ist eben ein Spiel. Oh, jetzt können wir nur eine Sache machen. Dann machen wir halt die Sache, die wir machen können. Ne? Würde ich sagen, oh, und hier haben wir noch ein nächstes Tier. Und rechts werden auch immer angezeigt, was man für Kombinationen machen kann. Ne? Kirschblütenpracht haben wir eine Chance drauf. Tiere haben wir 3 Stück. Fahnen haben wir 3 Stück. Das heißt, da ist so ein bisschen das auch gezeigt. Hier, wir können die vierte Fahne uns jetzt auch einsacken. Das muss man sich eben ein bisschen dran gewöhnen, aber wie gesagt, zu Oshogatsu, also zu Neujahr, oh, das ist eine nice Karte. Hier haben wir ein Licht, ne, sehen wir hier, 3 Sterne, ist eine Lichterkarte. Das wäre dann die zweite Lichterkarte, die wir haben. Boah, das läuft nicht schlecht für uns. Boah, unser Gegner hat uns jetzt die blaue Fahne weggenommen. Aber ihr seht, hier, wir können uns die Fahne nehmen und haben Fahnen. Eine Kombination damit. So, und jetzt können wir entscheiden, Spiel beenden oder Koi Koi rufen, um weiterzumachen. Das Problem ist, wenn wir Koi Koi rufen und unser Gegner hat eine Kombination vor uns, dann bekommt er die doppelten Punkte. Oder wir machen jetzt Ende und nehmen uns die Punkte von den Fahnen mit, aber ehrlich gesagt, Fahnen bringen nicht so wirklich viele Punkte. Und der Gegner hat jetzt auch nicht so wirklich Tiere, hat er 1, er hat eine Fahne, er hat die ganz oben, hat er 5, da braucht man 10 für eine Kombination. Komm, wir sind die Risikospieler, wir gehen Koi Koi. Koi Koi, komm her! Komm her, Kollege. Oh, oh, Leute, oh mein Gott. Wisst ihr, was wir haben? Wir haben die zweite Karte, die wir jetzt nehmen können, vom Hanami, Kirschblütenpracht. Ja, ich würde sagen, die nehmen wir mit. Zack, zieht euch an. Kirschblütenpracht, Mondpracht haben wir auch noch. Und wir haben Fahnen. Und wir bekommen jetzt hier auch noch mal eine Fahne zusätzlich. So viele Punkte, wie wir da absacken jetzt, habe ich noch nie abgesackt in dem Spiel. Also das ist schon, was wir alles an Kombinationen haben. Und wenn man über 7 Punkte bekommt, das sehen wir jetzt, dann haben wir einen Multiplikator von 2. Also wir haben die Kirschblütenpracht, die bringt 5 Punkte, sehen wir. Wir haben die Mondpracht, die bringt auch 5 Punkte. Tiere bringen 1 Punkt, Fahnen bringen 3 Punkte. Eigentlich bringt die Fahne 1 Punkt, aber wir haben 7 Fahnen. Das heißt, eine Fahne-Kombination sind 5 Karten, wir haben aber 7 und für jede weitere kriegt man eben einen Pluspunkt, also 3. Und das mal 2, weil wir insgesamt über 7 Punkte erreicht haben, macht 28 Punkte. Da kann der uns eigentlich schon gar nicht mehr schlagen. Und dann geht es in die nächste Runde. Wir haben 6 Runden ausgewählt und wer in diesen 6 Runden insgesamt die meisten Punkte hat, der gewinnt dann am Ende. So, jetzt können wir uns hier wieder entscheiden. Was nehmen wir denn? Da oben sehen wir hier bei den Kirschblüten, das sieht ganz gut aus, dann nehme ich die mal mit. Denn man braucht 3 von den... Oh, da hat er sich eine Lichtkarte genommen, der Sack. Okay. Kirschblüte, da oben, die hätte ich gerne, die können wir aber nicht mitnehmen.
Was sollen wir denn mitnehmen? Nehmen wir eine Fahne mit. Vielleicht können wir die Fahnenkombination irgendwie zustande bekommen, bevor er da irgendwas Großartiges macht. Ah, und wir können noch eine Fahne nehmen. Setzen wir auf die Fahnen vielleicht. Oh, nice. Und wir haben das von der Kirschblütenpracht. Oder der Mondpracht war es, glaube ich. Ich weiß nur, wie die auf Japanisch heißen. Ich spiele das Spiel nämlich sonst auf Japanisch. Aber ich habe es jetzt für euch mal auf Deutsch gemacht, damit man natürlich mehr lesen kann, weil ich glaube nicht jeder... Oh, nice. Oh, damit haben wir die Fahnen zusammen. Jetzt können wir uns entscheiden. Gehen wir auf Risiko? Machen wir wieder Koi-Koi? Komm, no risk, koi, no koi. Fun. Wir machen nochmal Koi-Koi. Komm her. Oh, da nimmt er sich die normalen. Oh, das war vielleicht nicht so eine gute Idee. Naja gut, nehmen wir mal den hier. Ah, das war nicht so eine gute Idee. Ich glaube, er sackt sich das ein eventuell. Ah, das ist der Mond. Aber wir können den Mond nicht nehmen. Oh, shit. Tiere, yes, wir haben die Tiere voll. Okay, wir haben Glück gehabt. Jetzt haben wir einen Punkt, nicht über 7 Punkte, deswegen nicht mal 2. Wenig Punkte, aber egal. Dritte Runde, okay. Seid ihr bereit für die dritte Runde? Ich hoffe, ihr habt langsam so ein bisschen Gefühl dafür bekommen. Okay, wie sieht das hier aus? Wie funktioniert das? Muss mal gucken. Oh, das ist nice. Hier haben wir den von der Kirschblütenpracht. Und wenn wir den Mond noch bekommen sollten... Ach, er nimmt sich den Mond. Ja, das war aber klar. Das war natürlich klar, dass er sich den Mond nimmt. So, was sollen wir denn hier nehmen? Wir haben die Kirschblüte hier, ne? Wenn die in der Mitte kommt, dann haben wir Glück. Wir brauchen nur in der Mitte die Kirschblüte. Oh, er hat sich den auch noch genommen. Er hat zwei richtig gute Karten. Okay, wir können nur das machen. Nehmen wir uns den und wir können den hier mitnehmen. Eine blaue. Oh, er hat sich auch eine... Nein, er nimmt den Schwan. Oh, 4 mit Regen. Das ist gar nicht gut. 4 mit Regen ist... Ah, wir können die Kirschblüten ja selber setzen. Genau, wenn man nicht kann, dann muss man... Oh, er nimmt die Kirschblüte weg. Meint ihr das ernst? Wenn man nicht kann, dann muss man eine Karte von der Hand ins Mittelfeld legen. Ja, wir haben die Kirschblüte. Okay, das war's. Kirschblütenpracht voll. Und das werden wir auch hier beenden, weil das ist mir zu heiß, was der da alles hat. Fertig. Genau, fertig. So, jetzt haben wir das Spiel beendet. Kriegen 5 Punkte dazu. Der Gegner hat noch 0 Punkte. Und das auf schwer. Also da haben wir jetzt eine Menge Glück. Und wir fangen wieder an. Das ist auch wichtig. Wenn man eine Runde gewinnt, fängt man an. Und es ist natürlich besser anzufangen. So, was nehmen wir? Wir nehmen die Schmetterlinge. Oh, und wir haben ihn, der ist auch gut, eine Lichterkarte mit Regen da, der ist auch ganz nice. Okay, wir nehmen das rote Band mit Schrift, das hat nämlich auch Chance auf eine Kombination, aber er hat jetzt auch ein Band mit roter Schrift, deswegen können wir das leider nicht mehr machen. Oh, der Kran, oh, er hat den Mond, er hat sich die, oh, aber ich hab leider kein, wie heißt es? Kein Mond, den hat er ja. Und was braucht man noch? Das andere, Kirschblüten, ne? Habe ich auch nicht. Hat er aber auch nicht. So, jetzt müssen wir wieder was in die Mitte legen, weil wir haben nichts. Dann, was legen wir denn in die Mitte? Legen wir einfach mal das in die Mitte. Nein, ich wollte den unten nehmen. Ah, ich habe mich verklickt. Ich wollte eigentlich das Wildschwein. Hätte ich das Wildschwein mitgenommen? Das hätten wir echt gebrauchen können, das Wildschwein. Legen wir die blaue mal in die Mitte. Vielleicht nicht die beste Idee. Ah. Ja, ich glaube, das werden wir... Da werden wir mal eine Runde verlieren hier. Das sieht nicht so gut aus. Oh ja, er hat 5 Fahnen. Macht er Schluss oder macht er... Ja, er macht Schluss. Er macht aber auch Schluss. Ja, das ist das Spiel, Leute. 5. von 6. Runden. Okay, jetzt bin ich gespannt. Werden wir es schaffen, hier noch was zu reißen? Ich hoffe doch. Okay, wir können die beiden... Nehmen wir den Aotan. Heißt das auf Japanisch? Aotan, die blaue Fahne mit. Ja, er nimmt sich wieder den guten, ne? Ja. Er nimmt sich den guten. So, ich würde sagen, wir nehmen die Fahne mit. Wir haben 3 Fahnen. Da könnten wir eventuell auf die Fahnenkombination setzen. Oh, nice. Ja, da setzen wir auch auf die Fahnenkombination. Denn wir haben so viele Punkte, der kann uns eigentlich schlecht nur noch einholen. Jetzt haben wir nichts Gescheites. Da kommen die Schmetterlinge auch noch drauf. Ja, der sammelt der aber ordentlich. Okay, wir können das Tier mitnehmen. Ich hätte gerne noch... Oh, nice. Damit hätten wir diese Runde gewonnen. Die nehmen wir auch mit. Die machen wir fertig. Wir haben jetzt 35 Punkte. Er hat einen. Also da muss jetzt in der letzten Runde muss er schon heftig was an Kombinationen haben, um die Punkte noch reinzuholen. Oh, da unten links in der Mitte ist die Nintendo-Karte. Was nehmen wir denn hier mit? Wir haben Kirschblüten, wir haben aber auch ihn hier. Kirschblüten, haben wir die selber? Nein. Komm, nehmen wir die Kirschblüten mit. Wenn wir Glück haben, können wir dann mit einer Kirschblütenpracht oder so, können wir eventuell Schluss machen. Okay. Das machen wir. Was nehmen wir mit? Den kann ich nicht mehr mit... Ah, ja, klar, den Kranich. Den Kranich müssen wir mitnehmen. 3 Lichter. Wir haben eine Chance auf 3 Lichterkarten. Das ist auch nice.
Okay, jetzt können wir nur so ein paar nicht so spannende. Nehmen wir das Band mit, die Fahne und da haben wir die normalen. Boah, oh no. Er hat sich ganz eiskalt einfach mal zwei von den blauen gezogen. Wenn er noch eine hat, dann sieht's übel aus. Okay, das Tier und nehmen wir hier die noch mit. Ah, einfache. Wir haben einfache über 10. Fertig. Das war's. Damit hätten wir das Spiel gewonnen. Das ist Hanafuda, so vom Grundprinzip, so geht es. Also ihr merkt schon, ich habe mir die Monate jetzt nicht gemerkt. Ja, ich habe keine Ahnung von den Monaten. Aber dadurch, dass man eben unten immer das anklicken kann und der dann zeigt, was zusammengehört, man kann an den Blumen und den Bäumen und den Früchten da auch eigentlich, Früchte sind das ja nicht, wie nennt man die? Tanne. Ne? Ich kann schon kein Deutsch mehr. Tanne. Das heißt Tanne, wisst ihr Bescheid, diese Zapfen und alles. Da kann man eigentlich schon ganz gut dran erkennen, welche Karten zusammengehört. Und wenn man das ein paar Mal macht, ein paar Runden, dann bekommt man auch ein Gefühl dafür, welche Kombination es gibt, die überlegt man sich, also merkt man sich dann auch. Und dann macht es auch richtig Spaß. Aber das schwierigste Level ist wirklich ziemlich schwer. Da habe ich gestern so lange dran gesessen, weil der Computer einfach so gut war. Man kann es aber auch online spielen gegen Japaner. Ich habe auch heute Morgen schon gegen ein paar Japaner gespielt. Das soweit also zum Spiel hier aus der Switch. Das war jetzt mal so ein kleiner Einblick in die Welt von Hanafuda, einem wirklich traditionell alten japanischen Kartenspiel, was vor allem auch durch die ganzen Blumen, ne, die Sakura, die Kirschblüten und die Pflaumen und so, das sind alles Bäume und Blumen, die für die Japaner und die japanische Gesellschaft auch wirklich schon eine Bedeutung haben. Deswegen ist das auch stark mit der japanischen Gesellschaft und Kultur irgendwie verworben, sage ich mal, dieses Spiel. Sehr, sehr interessant, wie ich finde, die Switch-Version innerhalb dieser 51 klassischen Spiele macht sehr, sehr viel Spaß. Ich habe da gestern schon einiges gespielt und habe auch schon online gegen andere Leute gespielt, also online kann man das dann auch durchaus machen. Macht sehr viel Spaß, ist sehr einfach, sehr intuitiv, auch wenn man sich noch nicht so gut an die Karten gewöhnt hat, finde ich. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie fandet ihr es? Werdet ihr euch Hanafuda holen? Werdet ihr das spielen? Gibt ja auch noch eine Menge an andere Spiele, die man spielen kann. Schach, Begemmen, Mensch, ärger dich nicht, ist auch dabei. Das haben wir mit Mais Familie auch schon gespielt. Wir haben uns natürlich alle geärgert, wie das immer so ist bei Mensch, ärger dich nicht. Es geht einfach nicht ohne Aufregen. Ne? Aber das ist Hanafuda, wollte ich euch schon lange zeigen. Und da kam wirklich Nintendo gerade recht, die gesagt haben, jo, hast du Lust, das vorzustellen? Natürlich habe ich Lust, das vorzustellen. Vielen, vielen Dank nochmal an Nintendo. Wirklich hat mir sehr viel Freude bereitet. Und wir werden uns dann in nächsten Videos und Streamen noch ein bisschen andere urjapanische Spiele hier mal anschauen. Im Shogi zum Beispiel, da habe ich jetzt nicht so viel Ahnung von, aber würde mich auch mal interessieren, wie das funktioniert. Und da werden wir dann noch so ein bisschen mehr Einblicke in die Welt der japanischen Spiele gewinnen. Vielen, vielen Dank an der Stelle nochmal an Nintendo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare. Schaut auch nochmal gerne in die Videobeschreibung, da gibt es noch eine Menge Links, über die ihr mich unterstützen könnt. Ihr findet natürlich auch das Spiel, einen direkten Link zum Spiel und weitere Informationen in der Videobeschreibung. Und ja, ansonsten viel Spaß beim Hanafuda. Vielleicht spielt man ja mal online gegeneinander. Wer weiß. Ja, trainiert ordentlich. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!